Dieser Wolfskopf begeistert derzeit die Experten in aller Welt. Sehr gut erhalten, mit Zähnen, Fell und sogar dem Gehirn, gibt er Forschern Einblick in die Lebenswelt im heutigen Sibirien vor etwa 40.000 Jahren. Damals ist das Tier nach Forscherangaben ums Leben gekommen. Wie genau und vor allem, wie der Kopf vom Rumpf getrennt wurde, wollen die Wissenschaftler nun herausfinden. Eine Erkenntnis haben sie schon gewonnen. Mit etwa 40 cm Länge ist der Kopf deutlich größer als der heutiger Wölfe. Gefunden wurde der Wolfskopf bereits letztes Jahr an einem Flussufer in Jakutien im Nordosten Sibiriens. Jetzt soll er zunächst weiter präpariert werden.